Willkommen zu meinem ersten Tutorial-Video hier auf meinem Kanal HeliChrissyRC. Thema heute: Wie programmiere ich das InnoFlyer LightDriver Beleuchtungssystem? Ich zeige euch in diesem Video anhand meiner im Bau befindlichen H145 in der 800er Größe, wie das System angeschlossen und programmiert wird. Für mein Projekt benötige ich das LightDriver 5.0 Modul und das ganz neue LightDriver 3.0 Modul. Dazu noch 9 von den ebenfalls neuen superhellen 5 mm LEDs. Um alle 9 LEDs anschließen zu können, habe ich mir noch einen Expander gekauft, um aus den eigentlichen 8 verfügbaren Ausgängen 9 zu machen. Das heißt, einen Ausgang kann ich damit zu einem Doppelausgang machen. Hier sollten dann aber möglichst gleichfarbige LEDs angeschlossen werden. Zum Verlängern der Kabel habe ich auch noch verdrilltes Verlängerungskabel zum Selberlöten besorgt. Hier seht ihr nun das LightDriver 5.0 Modul. Auf der linken Seite befinden sich die 5 SLC-Ausgänge für die LEDs. Auf der rechten Seite die beiden Slave-Anschlüsse, um das Modul jeweils noch mit einem weiteren Modul zu erweitern, egal ob 5.0 oder 3.0. Die Stromversorgung ist auf der rechten Seite noch. Hier kann man auswählen, ob man die Stromversorgung über die RC-Anlage haben möchte oder über einen externen Akku. Dazu muss man den Jumper dann einstellen. Und unten befindet sich noch der USB-Anschluss zur Verbindung mit dem PC. Das LightDriver 5.0 Modul ist ähnlich aufgebaut, nur dass man hier keine externe Stromversorgung anschließen kann. Diese 4 Befestigungsbrücken dienen dazu, um das Modul im Modell nachher zu befestigen. Die werden einfach unter das Modul an den 4 Ecken verschraubt mit den 4 beiliegenden Schrauben und können dann mit der anderen Seite im Modell befestigt werden. Das wären jetzt hier mal meine selbstgemachten Lampenhalter für meine H145. Die haben jeweils eine 5 mm Bohrung. Dort wird dann die LED einfach reingesteckt. Deswegen war es mir auch wichtig, ein Beleuchtungssystem zu nehmen, wo man 5 mm LEDs verwenden kann, die auch wirklich super hell sind. Da gibt es nicht wirklich viele, wenn überhaupt noch ein anderes System. Denn E-Meter, 1 Watt E-Meter hätten hier nicht funktioniert, weil die einfach viel zu groß sind. Das wäre jetzt hier erstmal mein Anschlussplan. Da habe ich erstmal den Empfänger am Empfängerausgang angeschlossen, das zweite Modul, den LightDriver 5.0, am Slave 1 des 5.0 Modul angeschlossen. Den Expander habe ich einfach mal an dem 3.0 Modul an SLC3 angeschlossen. Und wie gesagt, habe ich hier noch ein 3S LiPo als externe Stromversorgung gewählt. Wie die Anschlüsse hier verlegt sind, das sieht man jetzt hier in dem kleinen Schema. Ich werde später noch einen weiteren Klappscheinwerfer hier an SLS2 anschließen. Das mache ich aber erst später. Da dieser auch nicht von InnoFlyer kommt, muss man nachher im Lightcockpit auf die Stromzufuhr achten, die man da aber einstellen kann für externe Beleuchtungssysteme. Die InnoFlyer internen Beleuchtungen, wie die LEDs zum Beispiel, die werden ja automatisch erkannt und alle Parameter automatisch eingestellt. So, kommen wir nun zur Software, dem Lightcockpit. Die sieht wie folgt aus. Wir haben hier diese Oberfläche. Wir haben jetzt den LightDriver 5.0 erstmal mit dem PC verbunden, mit dem USB-Kabel. Die korrekte Verbindung sieht man hier oben auch an dem grünen USB-Symbol. Der LightDriver blinkt auch am USB-Ausgang. Und ja, wir haben jetzt hier die 5 einzelnen SLC-Ausgänge, da wir ja den LightDriver 5.0 angeschlossen haben. Und man kann jetzt individuell diesen Kreis einstellen. Der steht immer für eine Sekunde, die in Dauerschleife dann so lange läuft, wie der Kanal halt geschaltet ist oder der Ausgang. Man kann jetzt durch Verschieben des 20stel Kuchenelementes die Leuchte um eine 20stel Sekunde quasi anstellen. Das wäre dann ein Blitz. Und man könnte jetzt hier einen zweiten Kuchen noch hinzufügen, einen dritten hochziehen. Und umso länger leuchtet halt die LED und umso kürzer wird die Pause. Man kann auch die Leuchtkraft dadurch einstellen, indem man einfach nur den Balken etwas geringer darstellt. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Leuchtkraft etwas geringer wird. Ganz unten ist ganz aus, ganz oben ist voll an. Man kann den Startpunkt der Sekunde quasi im Kreis um 360 Grad verdrehen, wenn man zum Beispiel zwei Blitzlichter hat, die zueinander etwas versetzt starten sollen, kann man hier mit der Maus draufklicken und den Kreis um 360 Grad drehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Viertelsekunde später den zweiten Blitz anstellen möchte, kann man den hier um 45 Grad verdrehen.
Wir lassen jetzt mal alles bei Null. So, man kann, wie gesagt, entweder über diese Kuchenstücke alles einstellen oder man geht in die Library rein und hat dann hier diese vorgefertigten Blinkmuster, die man hier einfach durch Doppelklick einstellen kann. Und auch wieder ändern. Man kann aber auch alle eingestellten Blinkmuster nach seinen Wünschen manuell verändern. Um jetzt das Signal mit der Fernsteuerung zu koppeln, muss man in der Fernsteuerung erstmal einen 3-Stufen-Schalter programmieren mit den drei Schaltstellungen, einmal minus 100, einmal 0 und einmal plus 100. Das entspricht dann hier im Leitcockpit, minus 100 entspricht die 1, die 0 entspricht Kanal 3 oder Schaltstellung 3 und die plus 100 die Schaltstellung 5 im Leitcockpit. Da ich ja jetzt meine H145 programmieren möchte, gehe ich jetzt nach dem Original, das eigentlich so anfängt, dass der Bacon erst anfängt zu blinken. Und wenn der Rotor dann dreht, dann fangen alle restlichen Positionsleuchten an zu leuchten. Das heißt, ich möchte eigentlich in Schaltstellung 0 an meiner Fernsteuerung, also minus 100, schon den Bacon blinken lassen, sobald der Akku quasi am InnoFlyer angeschlossen wird. Und in Schaltstellung 2 bei 0 möchte ich dann alle anderen Positionsleuchten gleichzeitig anschalten. Und Schaltstellung 3 wäre dann eigentlich die Landescheinwerfer oder die Scheinwerfer, die vorne noch sind, dass die dann angehen. Dazu müsste ich jetzt erstmal gucken, welcher mein Bacon ist. Das ist bei mir der SLC2. Das kann man auch sehen, indem man hier kurz den Balken hochschiebt. Dann müsste eigentlich sofort anfangen. Na, die Leuchte zu blinken, genau. Da ich ja jetzt ein Bacon einstellen möchte, gehe ich einfach jetzt hier in Library rein und stelle mir hier zum Beispiel den Short Bacon an. Dann sieht man, der fängt jetzt langsam an zu blinken, ist mir aber nach dem Original immer noch ein bisschen zu schnell. Das heißt, ich kann jetzt den Schieber hier noch ein oder zwei Stück nach oben schieben. Dann erhöht sich die Leuchtdauer um eine 1/20 Sekunde und die Pause verkürzt sich um eine 1/20 Sekunde. Ich denke mal, so wird es wohl okay sein. Das möchte ich ja jetzt natürlich in Schaltstellung 2 und 3 auch haben. Das heißt, ich muss jetzt hier in 3, was die Schaltstellung 2 auf der Fernsteuerung bedeutet, das gleiche auch nochmal einstellen, sonst würde der ja ausgehen, der Bacon. Also Bacon Short und noch die zwei zusätzlichen Schieber hoch. Und in Kanal 5 im Leitcockpit und in Schaltstellung 3 auf meiner Fernsteuerung das gleiche auch nochmal, das mache ich jetzt hier mal manuell. So, jetzt haben wir in Kanal 1 oder Schaltstellung 1 den Bacon an, in Schaltstellung 2 bleibt er an und in Schaltstellung 3 bleibt er auch an. Jetzt möchte ich ja alle anderen Beleuchtungen bzw. Positionslampen auch einstellen in Schaltstellung 2. Das heißt, SLC1 ist jetzt meine hintere weiße PL3 Positionsleuchte. Die soll dauerhaft leuchten, also schalte ich den Kanal aktiv, gehe wieder in Library rein, sage einfach Light On und schon beginnt die Leuchte zu leuchten, dauerhaft. Das möchte ich auch mit der rechten und linken Positionsleuchte an den Heckfinnen machen. SLC3 ist bei mir die grüne rechte, schalte ich also wieder SLC3 aktiv, Library, Light On und schon fängt die grüne an zu leuchten. Das kann ich noch mit SLC4 machen, meiner roten on und schon leuchten beide dauerhaft. Jetzt kann es sein, weil meistens ist immer, dass die grüne LED immer heller ist wie die rote. Da könnte man jetzt eigentlich dann auch Half-Light on oder sogar Low-Light. Da muss man mal gucken, wie man nachher am Modell, auf jeden Fall kann man das halt alles einstellen, wie man möchte. Ich mache es einfach mal alle komplett hell. So, der SLC5 wäre jetzt in dem Fall mein Patientenlicht unter dem Heckausleger. Das hat die ADAC-Variante nämlich noch. Ich denke mal, das ist einfach nur eine Beleuchtung für die Heckklappe hinten. Die lasse ich jetzt erstmal einfach aus, weil ich wüsste jetzt im Moment keinen Fall, wo ich sie anschalten sollte. Eine Schaltstellung 5, ja noch die Positionsleuchten wieder einstellen. SLC1 muss wieder dauerhaft leuchten. SLC3 muss wieder dauerhaft leuchten und SLC4 muss wieder dauerhaft leuchten.
So haben wir dann in Schaltstellung 1 den Bacon, in 3 die restliche Positionsleuchte am Heck und 5 wäre dann nachher der Landescheinwerfer und auch die restliche Positionsbeleuchtung. SLC5 bleibt auch hier aus. So, haben wir alles richtig eingestellt, können wir jetzt hier auf Übertragen gehen und der speichert alles im Lightdriver-Modul ab für später, wenn wir dann nicht mehr am PC sind. So, dann können wir eigentlich schon den Lightdriver 3 anschließen. Ich schließe den gerade mal kurz um. So, jetzt habe ich den Lightdriver 3.0 mit dem PC verbunden. Wir haben die gleiche Oberfläche, nur dass wir hier SLC4 und SLC5 nicht aktiv schalten können, weil wir ja nur 3 Ausgänge haben. Ich habe jetzt an SLC1 den Landescheinwerfer eingestellt. Den kann man hier sehen, der blinkt jetzt. Und an SLC3 habe ich den Expander angeschlossen. Der geht dann zu den beiden Positionsblinkern BL1 und BL2 an der Seite. Das habe ich deswegen gemacht, weil an dem Expander immer nur LEDs oder Leuchtmittel gleicher Farbe angeschlossen werden sollen. Und die müssen natürlich auch das gleiche Blinkmuster haben, weil er das Blinkmuster von dem SLC3-Ausgang übernimmt und einfach nur auf 2 Ausgänge aufteilt. Ja, ich würde jetzt sagen, wir haben jetzt in der Fernsteuerung immer noch unsere 3 Schaltstellungen, die hier 1, 3 und 5 bedeuten. Die sind jetzt alle auf 0 gestellt. Ich möchte jetzt in Schaltstellung 1 immer noch mein Bacon nur blinken haben, auf Schaltstellung 2 im Light Cockpit 3 dann die restlichen Positionslichter und auf 5 soll der Scheinwerfer angehen. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf 5. Klicke mir den SLC1 aktuell, gehe wieder in die Library und sage Light on und schon blinkt bzw. leuchtet der Landescheinwerfer. Ja. Und in 1 ist er aus, in 3 ist er aus und in 5 geht er dann an. Das heißt also in Schaltstellung 3 meiner Fernsteuerung würde der Landescheinwerfer dann angehen und der Rest bleibt dann an, weil der ja im Lightdriver 5.0 schon eingestellt ist. Das blinkt jetzt zwar alles, obwohl es eigentlich aus sein müsste, aber das liegt daran, dass ich jetzt die Fernsteuerung nicht angeschlossen habe und der Lightdriver 5 die Einstellung jetzt gespeichert hat und halt dauerhaft leuchtet jetzt. Ich möchte dann in Schaltstellung 3 im Lightcockpit, das ist ja meine zweite Schaltstellung auf der Fernsteuerung, noch die 2 Blinklichter einstellen, die an der Seite sind. Das wäre ja dann SLC 3, da wo mein Expander dran ist. Die blinken bei der H145 und blitzen nicht. Das heißt, einer würde dann ja blitzen und 2 ist dann schon ein etwas langsames Blitzen. Muss mal gucken, ob das jetzt besser ist. Ich glaube, 3 kommt dem Original schon am nächsten. Also das wären dann meine Blinklichter an der Seite, die ich dann in Schaltstellung 2 mit einschalten werde. Die sollen dann bei Schaltstellung 5 natürlich auch bleiben, wenn der Landescheinwerfer an ist. Das heißt, ich mache hier auch nochmal die 3 Segmente nach oben und habe dann in Schaltstellung 1 theoretisch gesehen jetzt nur den Bacon an, in Schaltstellung 3 Bacon und alle Positionslichter. Und in Schaltstellung 3 meiner Fernsteuerung würde dann der eine Landescheinwerfer angehen und dann später noch der Klappscheinwerfer ausfahren. Ja, jetzt kann man wieder, wenn alles richtig eingestellt ist, hier auf Übertragen gehen. Und dann hat das im Lightdriver 3.0 auch gespeichert. Das war es eigentlich schon mit der Einstellung. Ich habe alles jetzt richtig eingestellt. Hinten die Positionsleuchte, Bacon, die beiden Positionslampen, die Landescheinwerfer, wie gesagt, der Klappscheinwerfer, der kommt dann erst später. Den muss man dann, weil es ja ein externer Landescheinwerfer ist, der nicht von InnoFlyer ist, muss man da auf die Eingangsspannung achten und hier aktivieren, dass es ein Fremdlicht ist. Und hier kann man dann die Einstellungen machen, die man dafür braucht. Genau. Was gibt es noch zu sagen? Hier gibt es noch im Lightcockpit ein paar Einstellungen, die man noch machen kann. Es gibt noch eine Einstellung, wo man auch 5 Schaltstellungen wirklich programmieren kann mit dem Hin- und Herschalten von dem 3-Wege-Schalter.
Da habe ich mich jetzt aber noch nicht drum gekümmert, weil ich das jetzt auch nicht brauche für meine H145. Vielleicht mache ich da später nochmal ein separates Video zu. Ich werde euch jetzt nochmal zeigen, wie das gleich aussieht, wenn der Sender angeschlossen ist mit den einzelnen Schaltstellungen. So, das Light-Driver ist jetzt mit dem Akku verbunden. Der Heli wäre jetzt auch scharf. Ich würde jetzt den Rotor starten. Er läuft an und ich kann jetzt mit der programmierten Fernsteuerung, mit dem Schalter SC, die Positionsbeleuchtung einschalten in Schalterstellung 1 und im Flug in Schalterstellung 2 könnte ich den Landesscheinwerfer oder beide Landesscheinwerfer dann demnächst auch einschalten. Zurückgeschaltet kann ich den Landesscheinwerfer wieder ausstellen und ganz zurück wäre wieder in Stellung 0. Der Balken würde wieder nur blinken. Und so kann man dann hin und her schalten. Das war es eigentlich schon mit der Programmierung. Ich finde ziemlich einfach und man kann wirklich fast alles so einstellen, wie man möchte. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war ja mein erstes Sprechvideo, sonst filme ich ja immer nur Modelle im Flug. Ich hoffe, ihr beobachtet meinen Kanal weiter. Wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch, Abo hinterlassen und immer fleißig weitergucken. Danke und bis dann. Ciao.